Howdy, ihr Greenhorns. Ich bin's wieder. Thomas von Ravenport Games. Nee, Moment. Tom von. Ach, ist auch egal. Nee, 17. Folge hier. Farming Simulator 2019. Und diesmal schaue ich nochmal genau hin. Ja, tatsächlich Ausschlag beim Mikrofon. Phantomspeisung ist an, damit die 17. Folge nicht wieder so eine Odyssee wird wie die 16., die ich ja nachvertonen musste. Ja, ist total ärgerlich dann bei Spielen, wo man ja nur einen Spielstand hat. Der ist jetzt auf einer bestimmten Position bei den Spielständen und dann ist halt so. Das ist ein bisschen blöd, kann man aber nichts dran ändern. So, ja, das hier ist jetzt unsere Fruchtstufe. Wir haben die Düngung durch, 100% Düngestand. Ich hatte ja Geld zurückgezahlt am Ende der letzten Folge, sodass wir den Kredit schon wieder zum Teil getilgt haben. Hier habe ich den Hafer angebaut. Ich wurde jetzt nochmal gefragt, auch vom Jan. Hi Jan übrigens, schön, dass du zuschaust. Wie es mit Tieren aussähe, ob ich mir das denn auch bald vielleicht vorstellen könnte. Ich sag mal ja. Könnte ich mir vorstellen. Ich würde natürlich klein anfangen, also mit den günstigsten Tieren, die es im Spiel erstmal gibt. Das sind nämlich Hühner. Und ich hoffe eigentlich, dass ich hier vielleicht genug Platz habe, um einen kleinen Hühnerstall hinzubringen. Man braucht eben eine ebene Fläche. Und wenn die nicht eben ist, dann macht das Spiel ganz schreckliche Dinge daraus. Da hat man hinterher furchtbare Kanten und da muss man erstmal wieder jemanden für die Erdarbeiten bestellen. Und das kostet, also gerade alles, was Erdarbeiten so sind, das kostet einfach total viel Geld. Ja, ja, wie sieht's aus? Es sieht so aus, wir haben alles ordentlich durchgedüngt. Die Sachen müssten nur noch gar werden sozusagen. Deshalb beschleunige ich jetzt einfach nochmal und dann schauen wir mal weiter. Ich kann ja auch in der Zeit mal kurz gucken, was eigentlich so ein Hühnerstall kosten würde, wenn wir uns den dahin bauen lassen würden. Tierhaltung. Und da haben wir hier den Hühnerstall. Also da, nicht alles, ich gehe mal zurück. Hier vieles ist über Mods, ja. Also nicht, dass ihr euch wundert, wenn ihr das Spiel in der Vanilla-Version sozusagen installiert. Warum hat der Tomte-Tom da allerlei Zeug und ich nicht? Hier sind ganz viele Mods installiert. Hatte ich euch ja auch in der ersten Folge schon mal gezeigt. Könnt ihr ja auch euch angucken. Vielleicht mache ich auch mal eine Folge, wo ich meine liebsten Mods zeige. Das ist vielleicht auch mal eine Möglichkeit. Es stimmt übrigens nicht. Das günstigste ist natürlich eine Hundehütte. Ich kann mir also einen eigenen Hofhund hier anschaffen. 2500 Euro kostet das. Das ist also ein Zuchttier offensichtlich preislich. Sieht so ein bisschen aus, ich weiß gar nicht, wie ein Labrador oder so. Nee, auch nicht so richtig. Ja, können wir mal gucken. Könnten wir auch mal machen. Aber jetzt gerade, finde ich, haben wir zu wenig Geld, um das mal eben zu machen. Der Hühnerstall, der kleine, und da gehen maximal, der Füllstand hier ist auch lustig, gehen maximal 100 Hühner rein. Ja, den könnten wir machen. Und da braucht man dann verschiedene Dinge für hier. Das sehen wir dann. 100 Hühner. Das ist für den Anfang auch okay. 20.000 kostet der. Da könnten wir also jetzt ja eigentlich mal ganz gezielt drauf hinarbeiten. So, ja, die Zeit läuft fleißig weiter. Weiß nicht, wann hier mal endlich Erntezeit ist. Ich kann mich aber schon mal umschauen. Gehe schon mal einfach hinten zur Halle. Ach, hab die Tore offen stehen lassen über Nacht. Naja, hier in Ravenport gibt es keine Kriminalität. Das ist alles gar kein Problem. Wo ist denn eigentlich, wo sind denn die beiden? Also einer steht da hinten, wo ist denn der andere Traktor? Hä? Hab ich den noch oben am Feld stehen, weil er gedüngt hatte? Da steht er nicht. Da steht er auch nicht. Wo ist denn jetzt der Traktor? Hatte ich irgendwie in der Stadt, war ich noch in der Stadt? Ach, da oben steht er, ja. Na gut, ach, jetzt ist das eine Feld dann nicht gedüngt. Das, Moment, schnell mal anhalten. Habe ich das eine ausgelassen noch, ne? Jetzt habe ich mir das alles angeguckt, bin hier wild rumgelaufen. Ihr Armen musstet euch das angucken. Ach ja,
Auch dazu gibt es noch was. Ah, jetzt war ich zu. Ja. Das ist nämlich jetzt nur zu 50% gedüngt gewesen. Na, das ist blöd. Ja, da war. Habe ich geschlafen jetzt gerade. Ah. Ja, ich wollte noch mal was zu dem zu der Qualität sagen. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen getweakt und hoffe, ich gucke mir dann die Folge ein bisschen genauer an. Noch mal, ich weiß nicht, ihr schreibt sonst drunter, ne, wenn es ruckelt, oder meldet euch einfach an diejenigen, die andere Wege der Kommunikation mit mir haben als die Kommentarspalte unterm Video. Ich habe noch mal ein bisschen was rumgespielt. Ich habe ein bisschen runtergesetzt noch mal die Frame. Nee, nicht die Framerate, die Bitrate habe ich ein bisschen runtergesetzt. Ich zeichne das eigentlich mit 60 FPS auf und hatte jetzt 15 Mbit, glaube ich, eingestellt und habe jetzt mal bin auf 12,5 runtergegangen, habe aber auch die Encoding-Auslastung ein bisschen runtergestellt. Also, ich meine, es ist schon tatsächlich so. Also, Auslastung, ich hatte ja über die Hardware gesprochen, auch in der letzten Folge, die hier so am Start ist. Man muss sich da natürlich nichts vormachen. OBS schluckt hier doch zwischen 5 und 20%, je nachdem, was hier so passiert gerade. Jetzt gerade zum Beispiel hab ich 25% CPU-Auslastung. 25% CPU-Auslastung sind also 6 voll ausgelastete Threads im Prinzip, ja. Das ist ja schon nicht ganz ohne. Naja, wir fangen hier also wie gehabt mit dem Hafer an. Ich werfe mal den Helfer an. Und als nächstes würde ich dann hier Weizen säen. Da können wir nämlich ganz gezielt auf die Hühner schon mal arbeiten. Oh, Moment. Hafer? Können wir da keine Heuablage machen? Strohablage? Doch, okay. Ja, vorhin hätten wir fast die Strohballen ausgelassen. Da, jetzt geht's los. Okay, ja, da haben wir natürlich gleich noch wieder was zu tun. Ich würde jetzt eigentlich sagen, in der Zeit, wir verkaufen mal schnell noch was, um einfach ein bisschen Geld zu generieren. Wir haben ja im Silo noch einiges drin. Habe ich Weizen vielleicht sogar drin? Ich hätte auch genug Weizen, ehrlich gesagt. Ich bräuchte ich eigentlich gar nicht. Dann bringe ich, glaube ich, mal. Da, der Preis ist beim Restaurant ist super. 1800 für die Sojabohnen. Bringe ich die 8700 Liter Sojabohnen mal eben zum Restaurant. Das geht ja auch schnell, das ist nicht so weit weg. Und die Strecke ist auch gut zu fahren. Und wenn ich wiederkomme, könnte ich im Prinzip dann schon nicht abladen, beladen. Was ist denn jetzt los hier? Ah, wie ich wieder fahre. Diese Woche selbst noch mit dem Anhänger unterwegs gewesen. Aber das ging besser da. Zack, so. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach wegen der Perspektive. Jetzt sieht man es ja auch, so nach Perspektive, also je nachdem, wo man hier so ist, ist nicht ganz einfach abzuschätzen, ob man wirklich drunter steht oder nicht. Das wird umso schwieriger, wenn man hinterher dann diese sehr langen, also wenn man vielleicht einen Sattelschlepper hat oder so dann auch, dann ist es schon mal gar nicht so einfach. Und auch die mähdrescher deutlich längere Überladerohre haben. Ah, wir gehen mal in den First Person View. Da sind wir wieder unterwegs. Ja, heißt jetzt gleich werden wir etwa 14.000. Kommt das ungefähr hin? Hier ist der Axtmörder. Jetzt beim letzten Mal war ich ja dran vorbeigefahren und habe das nicht mitbekommen. Der hat übrigens das Dach ganz schön kaputt. Vor dem habe ich also die Haustür schließe ich schon ab nachts. Ja. Ich hatte das jetzt mal überschlagen, ne? Also wir haben 8700 Liter Soja und 1800 bekommen wir pro 1000 Liter. Das heißt, da sollte man ein bisschen was mit rausholen. Mit dieser einen Fuhre schon 14.000. Und das ist natürlich eine echt gute Sache. Aber wir werden natürlich jetzt in Kürze auch wieder Ausgaben haben. Denn das Saatgut und der Dünger, die kosten uns ja dann auch immer sofort Geld. Blinker gesetzt. Zack. Ah. Das da hinten ist übrigens eine ganz blöde Ecke. Das hat mir auch jetzt einer von meinen bekannten Farmern da erzählt, der jetzt schon ein bisschen größeres Gerät hat. Ich hatte ja letzte Folge auch schon wieder davon erzählt, mit dem größeren Feld. Und zwar,
ist das hier echt eng ums Restaurant rum. Ihr seht hier von diesem Vordach die Kante. Ah, da bleibt man gerade mit größeren Trailern hinterher doch mal flott hängen. Ah ja, 15.000 waren das. Fast 16.000. Da sind wir also schon wieder bei 20.000. Ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, wir gucken mal, ob wir nicht noch einen Anhänger fahren sogar. So, das hat gepasst, das ist gut. Ja, Blinker machen, Blinker hier. So, ich wollte ja auch eigentlich das Lenkrad nochmal an den Start bringen. Stoppschild. Naja, das ist fast gestoppt. Ja, im Führerschein für den Trecker wieder durchgefallen hier. Falsche Straßenseite auch. Ja. So, zurück zum Hof. Mal sehen, wie weit der Mähdrescher jetzt schon gekommen ist. Leeren müssen wir den wahrscheinlich jetzt noch nicht, aber das dauert nicht so super lange. Die klassischen Getreidesorten hier, Weizen, Gerste und Hafer, die haben einen hohen Liter-Output pro Fläche. Dabei aber einen geringen, also einen geringen finanziellen Ertrag immer. Während eben die Sojabohne, die wir ja auf dem anderen Feld anbauen, da ist es umgekehrt. Das ist gerade bei größeren Feldern dann auch schon mal so eine Frage, wie oft will ich irgendwas hin und her transportieren? Wie stark will ich mein Silo nutzen? Denn wenn man jetzt wirklich große Felder hat, dann stelle ich mir das schon schwierig vor. So viel passt ja in das Silo nicht rein. Dann muss ich hinterher verkaufen oder ich bräuchte ein größeres Silo. Das ist ja je nach Preislage auch gar nicht, also Marktpreis sozusagen, gar nicht das, was man sich so vorstellt. So, jetzt können wir mal gucken. Okay, hat schon ein paar Reihen geschafft, aber wir sind ja mit der Ballenpresse eigentlich relativ flott. Ich fahre mal hier drunter. So geht es auch ganz gut. Aber bevor jetzt bin ich schon zu weit gefahren. Ich kann das nicht sehen hier, ne? Ich sehe das Rohr nicht. Durchs Dach oben. Okay, jetzt könnte ich Befüllung starten. Jetzt möchte ich aber erstmal schauen, was sich denn überhaupt lohnen würde. Also ich habe hier 58.000 Liter von der Gerste. Die können wir also auf jeden Fall verkaufen. Der Preis im Restaurant ist nicht so bombastisch. Aber ich könnte da ein bisschen was hinbringen. Einen Anhänger voll nochmal. Denn davon habe ich so viel, dass ich das ganz gut verkraften kann. 58.000 Liter. Eieiei. Und da ist er voll. Zack. Und dann fahren wir noch einmal zum Restaurant und danach hängen wir direkt die Ballenpresse an und legen los mit den Ballen. Ja, ich denke also, diese und die nächste Folge werden also mal wieder klassische Erntefolgen werden. Aber dann wäre es ja vielleicht auch nicht schlecht mit den Hühnern. Aber wenn ich das richtig im Kopf habe, wir können gleich auch in die Hilfe noch einmal reingucken, braucht man eben dafür aber nicht nur Getreide. Das Huhn lebt nicht vom Korn allein, sondern man braucht auch Korn, also anderen klaren Wasser. Ne, also man muss, die brauchen ja auch was zu trinken, die armen Tiere. So, und dann haben wir schon das Problem, da haben wir wieder ein Gerät, was wir kaufen müssen. Dann brauchen wir nämlich einen kleinen Tankanhänger, in dem man Wasser transportieren kann. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir hier Wasser herkriegen. Müssen wir auch mal schauen dann. Aus diesem Wasserturm vor uns. Jetzt kann man den schon nicht mehr richtig sehen. Ja, vielleicht kriegt man das daher, aber ich glaube, wir haben auch auf dem Hof die Möglichkeit, irgendwo Wasser abzufüllen. Sonst müssten wir uns auch noch einen Wassertank irgendwo hinsetzen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Da wird nochmal ein Brunnen gebohrt und dann so ein Wasserfass aufgestellt, so ein großes. So, jetzt sind wir wieder hier. Diesmal gibt es natürlich nicht so viel Geld, denn der Kurs ist deutlich schlechter hier für die Gerste. Dabei wird der ein oder andere sagen, macht man da draus doch leckere isotonische Getränke. Tja. Aber hier scheint man lieber Sojadrinks trinken zu wollen, denn mal für Soja kriegt man einfach viel mehr Geld. So, jetzt haben wir gleich. Ach, das dauert ja wieder, das Abladen. Schippen die das runter oder was ist da hinten los? So, 8000. Ja, einen Anhänger voll, 8000. Naja, gut.
Gleich mit dem Stroh würde das ja auch nicht besser aussehen. Das Gute an den Hühnern ist, dass wir da eben noch kein Stroh für brauchen oder so. Ja, wobei, was heißt gut? Wir hätten ja Stroh. Wir hätten Stroh und Silage, aber dennoch. Hühner sind halt auch als solches günstiger. Und ich möchte nicht jetzt direkt so groß in die Tierhaltung einsteigen. Für alle anderen Sachen braucht man eben auch wieder andere Geräte. Auch das haben mir hier die örtlichen Farmer beim Stammtisch schon erzählt, was sie also brauchen, um jetzt zum Beispiel, wenn die also Milchvieh und so haben, was man dann alles noch benötigt, dann ist eben entweder ein Frontlader für am Traktor oder ein Radlader wäre gut. Gibt ja auch diese kleinen, diese Bobcat-Dinger, diese Mini- Frontlader. Aber irgendwie sowas braucht man. Und dann braucht man nochmal Überladewerkzeug, um dann eben die Strohballen einzustreuen. Also, da kommt schon was zusammen. Und wenn man dann auch noch Schweine hat oder die Kühe eben auch, die machen hinterher noch Mist und Gülle und die muss man ja eigentlich auch wieder loswerden. Das ist zwar toll, die kann man nämlich aufs Feld kippen. Aber andererseits ist eben auch Aufwand. Auch da braucht man ein Güllefass und Miststreuer. Und auch da braucht man den Frontlader für, um das dann auch alles entsprechend umzuladen und so, ne? So, ich halte hier mal an und hole mir mal einfach einen anderen Traktor, den ich vor die Ballenpresse machen kann. Wir müssen gleich mal kurz mal in den Mähdrescher springen, um mal zu klären. Oh, da hänge ich in der Wand drin. So. Machen wir mal ab. Nehmen wir heute mal den Schlüter dafür. Ach, schon der Klang. Wundervoll. Ich hoffe, ihr hört das. Das ist wahrscheinlich sehr leise. Ich könnte das auch ein bisschen lauter machen. Da ist immer die Gefahr, dass in den anderen Spielen dann hinterher der Sound zu laut ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann, ein bisschen besser. Ich packe hier mal die Ballenpresse dran. Und dann geht's los, ne? Strohballen machen. Ich wollte mal reinspringen, eben in den Drescher, um zu gucken, wie voll der ist. Das mache ich ja sinnvollerweise vorher. Dann kann ich danach ein paar Bahnen ziehen, ohne irgendwas machen zu müssen. Hey, hier, Helfer C. Wie läuft? Ach, zur Hälfte voll. Oh, das ist doch super. Das heißt, er schafft fast das ganze Feld mit einem Drescher. Und wir können ganz in Ruhe hier mal eben ein bisschen Ballen machen. So. Okay, wie ist hier so die Lage? Wie viel schaffen wir da mit einer Bahn? Ist auch ungefähr die Hälfte wahrscheinlich. Also immer ungefähr zwei Bahnen. Ja, nicht ganz. Etwas mehr als zwei Bahnen ein Ballen. Hier haben wir ja sogar ein bisschen verspätet angefangen und dadurch ist hier auch was stehen geblieben. Gut, also ein paar Halme bleiben halt bei der Ernte auch schon mal stehen. Das kann passieren. Sollte nicht zu viel sein. Denn sonst hat man ja das Saatgut umsonst bezahlt und die ganze Arbeit umsonst gemacht. Das bringt natürlich nichts. So, jetzt haben wir gleich den ersten Ballen voll. Hier halten wir mal kurz an. Denn solange die Maschine offen ist, passiert ja da nichts mit dem Pickup. So, und weiter geht's. Können wir direkt abladen, ehrlich gesagt. Die müssen wir nicht irgendwo sammeln. Die rollen mir auch nicht hier groß weg auf dem Feld. Und die nächste Bahn in die Richtung. So, das läuft jetzt auch schon ganz gut wieder hier. Ich meine, es dauert, aber ich denke, also zwei Folgen, dann haben wir das hier durch. Und Geld ist ja auch schon wieder da. Also wir wären auch jetzt sogar schon in der Lage, da bin ich blöd gefahren, wir wären jetzt ja schon in der Lage, unseren Kredit auch komplett zu tilgen. Wäre ja auch eigentlich wünschenswert. Jetzt weiß ich aber nicht, wie schnell ich hier vielleicht die Hühnergeschichte mal an den Start bringen soll, wofür ich mal wieder Geld brauche. Also den Hühnerstall, grundsätzlich könnten wir uns jetzt schon leisten. Erdarbeiten kommen natürlich nochmal obendrauf. Ich habe schon viele Videos gesehen, wo das als Bug bezeichnet wurde oder so, als Bug so ein bisschen dargestellt.
Weil da ja ein Preis von 20.000 steht und dann baut man irgendwas und dann kostete das viel mehr. Aber aus meiner Sicht ist das ja, das ist ja realistisch. Wenn ich, und kann auch verstehen, dass das, also Giants das entsprechend natürlich nicht rausgenommen hat inzwischen. Wenn ich ja jetzt irgendwo, wo der Platz gar nicht dafür geeignet ist, was bauen möchte, dann ist doch klar, dass mich das viel Geld obendrauf kostet unter Umständen, den Bauplatz erstmal so herzurichten, dass ich an dieser Stelle bauen kann. Ja, also erschließt sich mir nicht, wieso man das kritisieren sollte. Der Stall als solches kostet 20.000. Und das bleibt ja auch. Ich habe halt die Hoffnung, das müsste man gleich mal schauen, dass der Stall eben auf diesen Hof passt. Auf diesen inneren Hof da bei uns. Das wäre sehr, sehr gut, denn das ist ja auch hier nah bei. Und ich wüsste halt sonst nicht, wo man ohne Ackerfläche zu opfern das machen könnte. Ich habe tatsächlich in einer Runde schon mal einen unten hier beim Silo hingetan, hier auf dieses Fleckchen, wo wir jetzt sozusagen hingucken. Das war eine Katastrophe. Da wurde, also hat der jetzt falle ich aus meiner Rolle gerade, ne? Ihr merkt das ja auch. Ist ein ständiges Hin und Her zwischen dem Tomtetom aus Ravenport und dem Thomas von Tomtetom Games hier offensichtlich. Eine gespaltene Persönlichkeit. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also, in einem anderen Spiel habe ich aber, um das jetzt, um diesen Bruch der Rolle nochmal auch dann durchzuziehen, habe ich da vorne schon mal gebaut. Das war eine Katastrophe, weil da eben sehr viele Erdarbeiten nötig waren. Also nicht nur, dass dann der Stall entsprechend teuer war. Nein, es war auch im Prinzip erstmal nicht mehr zu befahren, weil da solche Steilwände entstanden. Das war ganz blöd. Also, das fände ich auch tatsächlich wichtiger. Ihr seht das, glaube ich, gleich nochmal. Wir haben das in der Folge, wo ich die Halle baue, kann man es auch sehen. Das ist ein ganz, finde ich, ein ganz, ganz anderer Schnitzer hier im Spiel, dass die Vorschau für dieses Bauen so blöd gemacht ist. Wenn man nämlich einfach zeigen würde, wenn der Platz sich nicht so gut dafür eignet, wie zum Beispiel die Landschaft anschließend aussähe, damit man mal abschätzen kann, wie schrecklich die Nachbearbeitung dann ist, also wie viel Erdarbeiten dann hinterher zum Beispiel nötig sind, um eine vernünftige Rampe zum Auffahren dahin zu bauen oder so. Das wäre, glaube ich, hilfreicher. Das wäre auch ganz schön, wenn man das vielleicht mal noch ergänzen könnte. Okay. Oh, läuft die Drehzahl hier hoch, ne? Ich mache den mal aus. Jetzt da aus. Hat sich aber nichts getan, oder? Hat sich hier irgendwo ein Instrument verändert? Gehen die Instrumente überhaupt? Ach, das ist ja lustig. Ja, da ist ja ein Bug, würde ich mal sagen. Jetzt habe ich den. Die Drehzahl ist ja schon runtergegangen hier gerade. Aber das in den Instrumenten verändert sich nur was, wenn die Drehzahl aufgrund der Fahrgeschwindigkeit runtergeht. Na ja, gut. Also ein Bug im Modell entdeckt. Gut, es ist ja ein Mod und kein Original. Da kann man drüber hinwegsehen, wenn da sowas mal ist. Da finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ich finde es schön, dass die Instrumente im Normalfall funktionieren und in vielen Mods auch wirklich richtig krasse Sachen drin sind. Aber wenn es halt mal dann nicht so umfangreich ist, aber immerhin funktioniert, dann ist man doch damit auch zufrieden. So, ich hoffe, ich bin ihm jetzt nicht im Weg. Der wendet nämlich jetzt hier. Was macht der denn jetzt? Fährt er jetzt die ganze Strecke rückwärts? Was ist denn mit dem jetzt los? Ach, hey. Oh, was macht er denn? Oh Gott. Schnell weg. Nein. Einmal mit Profis arbeiten, hier ehrlich. Was soll denn das? So, 2, 4, 6 Ballen habe ich schon fertig. Super. 6 macht Stroh. Jetzt nehmen wir mal die Reihe. Ach, wisst ihr, was jetzt ist? Das ist wie immer. Ihr merkt das ja auch, jede Folge, da kommt mir irgendeine fixe Idee oder so und dann will ich die auch durchziehen, ne? Also, das,
der Witz des Spiels natürlich auch, ne? Dass man hier sowas machen will. Und ich habe jetzt irgendwie Bock, den Hühnerstall zu bauen. Ich muss da, glaube ich, mal mit dem örtlichen, muss mal kurz mit dem örtlichen Baubetrieb hier mal reden. Oh, ich laufe mal schneller hoch und hole mal eben den Trecker weg, damit der Mähdrescher da nicht irgendwie gleich Probleme hat. Steht er auf jeden Fall schon mal nicht im Weg. Denn hier steht er ziemlich blöd im Weg. So halb auf dem Feld und halb auch wieder nicht. Aber immer noch so, dass der Helfer wahrscheinlich sagt, da will ich aber nicht so nah dran vorbeifahren. Nein. Hinterher fahre ich einen Kratzer in die schöne Maschine vom Chef. So, okay. Hier nicht mitten auf dem Hof, denn da will ich ja jetzt... Ich rufe den mal an. Ja, Moment. 555, wisst ihr, wir sind Amerika, ne? Alle Vorwahlen in Film, Fernsehen und Spielen sind immer mit 555, weil es die Vorwahl nicht gibt. Wieder was gelernt, ne? Nutzloses Wissen, 738. Hühnerstall, 20.000, gucken wir doch mal. Da sieht man es. Und hier sieht man diese Vorschau. Hier, er sagt nur, das geht alles nicht. Hier sagt er jetzt, das ginge. Und ich kann euch sagen, wenn ich an den Hang jetzt diesen Hühnerstall baue, dann macht der so derbe, sieht man ja auch schon, kostet mehr als doppelt so viel, der Stall da oben. Und hier kann ich ihn angeblich gar nicht bauen. Platzierungshöhe verstellen. Kann ich denn da mal ranzoomen? Oh, ist das fürchterlich. Ah. Also aus meiner Sicht ist das doch hier relativ... Warum geht das denn jetzt nicht? Kann ich den noch ein bisschen drehen? Vielleicht... Aha, dann geht's. Ah, da seht ihr auch schon, der ist ganz schön, der Stall. Der hat so einen kleinen Wagen dabei. Da geht's. Okay. Zack. Jetzt habe ich ihn gebaut. Ich habe keine Ahnung, was er gekostet hat. 21.000, das war relativ günstig. Das ist gut. Und jetzt können wir uns das mal anschauen hier. Das ist unser neuer Hühnerstall. Schön hat er den gebaut, der örtliche Bauunternehmer. Ihr seht, hier ist eine ganz kleine Kante. Der Hof fällt nämlich ab. Und jetzt ist das hier ein ganz kleines bisschen angeschüttet. Das sind wahrscheinlich die 1.000 Euro, die es extra gekostet hat. So, und jetzt haben wir hier eben verschiedene Tröge. Also wir haben ja noch gar keine Tiere drin. Wir können da ganz entspannt jetzt mal reinhüpfen gleich hier. Hier kann ich das Tor öffnen. So, dann sind hier die Futterstationen und hier was zu trinken. Und das ist hier das eigentliche Hühnerhaus. Das ist ein schöner alter Wagen. Das gefällt mir auch optisch gut. Und jetzt Hühner kann ich hier kaufen. 50 Euro kostet so ein Huhn. Wenn ich das aber jetzt kaufe, dann... ich kaufe mal eins. Einen Hahn kaufe ich natürlich und ich kaufe mal braune Hühner. Oder weiße Hühner, braune Hühner, schwarze Hühner. Was ist denn der Hahn? Okay, ich kaufe braune Hühner. Ich mache jetzt mal nur ganz wenig. Ich will euch ja das erstmal nur zeigen. Das ist nicht sinnvoll, so wenig Hühner zu haben. Wir müssen da also gleich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich möchte es euch aber mal zeigen. Und ihr seht jetzt, ich habe ja nichts, um die Hühner zu transportieren, sondern die werden hier angeliefert. Ich kann die auch selbst transportieren. Das gilt für alle Tiere. Wenn man aber nichts zum Transportieren hat, also dann kauft man die natürlich auch beim Viehhändler. Da sind wir ja schon mal vorbeigefahren mit diesem Stier da vor dem Haus. So habe ich aber Transportgebühren von 90 Euro. Das heißt also, die Hühner kosten mich jetzt eben nochmal 90 Euro extra. Und ich sage jetzt mal bestätigen und schwupp, sehen wir, wir haben ein paar Hühner im Hühnerstall. Schnell wieder zumachen. So, da sind sie, ne? Die picken, aber ich weiß nicht, ob die da was finden, denn wir haben ja noch nichts. Gehen wir wieder raus, zack. Und jetzt können wir hier aber im Tiermenü einfach schauen. Das ist die einfachste Möglichkeit, ins Tiermenü zu gehen und mal hier zu gucken. Also erstmal Sauberkeit. Das heißt, wir müssen gleich tatsächlich hier auch einen Frontlader uns noch besorgen, an einem der Traktoren mal. Im Moment, das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis das hier passend ist. Aber ihr seht schon, wir brauchen Weizen und Gerste und wir brauchen kein Wasser. Ah, hatte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir bräuchten auch Wasser. Ich meine, das wäre vorher so gewesen. Ja, es gibt ja auch nur einen Trog. Ja, das heißt, wir können jetzt... Oh, okay, der Korntank ist voll, aber wir haben angebaut Hafer, ne? Hafer, okay.
Nee, dann machen wir das so. Dann schütte ich jetzt erst kurz den Hühnern eine Kleinigkeit Weizen dahin. Nee, ich hol erst den Hafer. Ihr werdet gleich sehen, warum. Und zwar ist es so, dass... ich dachte, ihr seht gleich, warum. Jetzt verrate ich es schon. Also ich hole jetzt erst den Hafer aus dem Tank und bring den weg. So, und dann ist es nämlich so, dass dieser Hühnerstall immer Nahrung für 10 Tage fasst. Und da ich ja jetzt aber nur 6 Hühner habe, ist natürlich der Bedarf an Nahrung da mega gering. Wenn ich jetzt also aus dem Silo, bei dem ja wirklich hier ratzfatz und Anhänger voll ist, mir was raushole, dann fahre ich wahrscheinlich einmal hin, lade 50 Liter Weizen ab bei den Hühnern und dann kann ich den Rest von den 1000 Litern, die wahrscheinlich in einer Sekunde da rausgeflossen sind, direkt wieder ins Silo zurückbringen. Deshalb wollte ich jetzt erst den Tank leer machen, damit das mit der Ernte ein bisschen flotter vorangeht. Wir haben auch eigentlich das Ende unserer Spielzeit jetzt schon erreicht, aber wir packen da mal schnell jetzt gleich ein bisschen Futter für die Hühner hin. Wir wollen die ja jetzt auch nicht bis zur nächsten Folge hungern lassen. Hinterher sagt ihr, ich sei ein Tierquäler. Würde der ein oder andere wahrscheinlich aufgrund der Tierhaltung hier trotzdem sagen. Es tut mir leid. Okay, Hafer, haben wir also eine Ladung Hafer wieder im Silo drin. Und jetzt hier einmal ein bisschen einladen. Hier abladen, hier beladen. Ah, da war's. Da stehe ich wieder schief drunter. Kann man wieder nicht richtig erkennen, dass ich. Ach, Leute, Leute, Leute. Zu blöd bin, da runter zu fahren. Befüllung starten. Und zwar einfach ein bisschen Weizen. Nein! Ach, jetzt macht er. Ach, falsche Taste. Man muss direkt wieder R drücken. Na egal, jetzt fahre ich halt mit 9000 Litern darüber. Lade vermutlich, können wir gleich sehen, in dem Tier, in diesem Bildschirm, den ihr eben schon hattet, wo stand, dass das überhaupt nichts hat, dass die Hühner nichts haben an Futter. So, ich fahre jetzt mal hin. Ach, die Kante, die müssen wir aber noch wegmachen. Abkippseite hinten. Abkippseite links. Ne, Abkippseite rechts machen wir mal. Kann man am Anhänger umstellen. Das ist natürlich ganz schön. Dann sieht es ein bisschen realistischer aus. Überladen. Anfangen. Zack, zur Seite. Oh, hat doch einiges reingekippt. 1000 Liter. Okay, 1000 Liter haben wir reingekippt. Super. Den Rest bringe ich jetzt einfach wieder weg. Hier auf diesem Feld, dem kleinen quadratischen, da stehen hinterher dann die Eier. Also die werden netterweise hier von, weiß ich auch nicht, vielleicht meiner Frau oder mir, jedenfalls sieht man es nicht, die werden netterweise rausgeholt aus dem Hühnerstall immer und dann werden die direkt in Kartons gepackt und damit können wir die dann schön wieder wegbringen. Ach, jetzt habe ich die Kippseite noch. Habe ich sonst noch so seitlich. Das stelle ich aber jetzt auch, glaube ich, erstmal wieder um. Ach, die Hydraulik, die funktioniert in alle Richtungen gleich langsam, würde ich sagen. Gut. So, jetzt mache ich mal eben die Abkippseite. Ach, einen Kornschieber hätten wir auch noch gehabt. Das ist hinten dieses Minifach. Fach sei schon. Die Miniklappe da mit dem Hebel. Damit kann man nur über die Kornklappe dann was abladen. Da kann man ein bisschen besser mit zielen, natürlich. Ist ja ganz gut. So, und jetzt nochmal Abkippseite hinten wieder. Ich steig mal aus. Ja, wie sieht's aus? Es sieht so aus. Wir haben 6 Ballen gemacht. Wir haben das erste Feld fast fertig abgeerntet. Wir sind ins Hühnerbusiness eingestiegen und ehrlich gesagt könnten wir gerade noch kurz ein paar Hühner dazu bestellen. Denn mit diesen hier kommen wir einfach nicht weit. Ja, da können wir, bis wir die ersten Eier verkaufen, sind wir alt und grau. Die brauchen wir alle dann selbst quasi. Das heißt, ich würde einfach noch ein paar braune Hühner beschaffen. Wir haben ja noch ein bisschen Geld.
Hört jetzt klicken, ich weiß nicht. Das ist der gute alte Diablo-Finger. Der kann sehr schnell klicken. So, 3000 gebe ich mal aus, glaube ich. So. Bestätigen. Ja, jetzt passiert da noch überhaupt nichts. Wir haben aber jetzt eigentlich alles erledigt. Jetzt seht ihr, schon, jetzt haben wir einen roten Füllstand schon nur noch, weil mit den 1000 Litern kommen wir jetzt nicht mehr so lange hin. Klar, wir haben jetzt ja auch 65 Hühner dazu gekauft. Ja, mal sehen. Ja, die Produktivität, die steigt gleich. Wenn ich ganz kurz mal beschleunige. Ich glaube, wir brauchen eine volle Stunde mal eben. Mal 5 Minuten beschleunigen. So. Ah, jetzt haben wir nämlich 100% Produktivität. Im Moment ist noch alles total sauber. Und haben aber schon die ersten 4 Liter weggepickt. Ja, und jetzt müssen wir gucken. Also es gibt sowohl eine Reproduktionsrate, also wir werden mehr Hühner hinterher automatisch haben. Ich brauche den gar nicht ganz voll machen. Und Eier. Ne? Hier ist die Eierproduktion. Aber das müssen wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge werden wir das sehen. Ich bedanke mich erstmal, dass ihr dabei wart. Wie immer. Hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe auch, dass die Probleme mit dem Codec ein bisschen weg sind. Das muss ich mir mal in Ruhe anschauen. Ob das geholfen hat, was ich da geändert habe. Denn diese Ruckelei, das kann ich schon verstehen, das ist nicht so schön anzuschauen. Ah, jetzt kräht der Hahn die ganze Zeit. Wie gesagt, wir haben was geschafft. Wir sind jetzt unter die Viehbauern sozusagen gegangen auch noch. Ackerbau und Viehzucht machen wir jetzt. Wobei wir ja nur Kleinvieh haben. Aber auch Kleinvieh macht Mist, wie man so schön sagt. Um hier mal ein paar Phrasen auch noch zu, also, naja, dreschen, ne? Wisst ihr ja. Ich hoffe, ihr seid auch in der 18. Folge wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Heidio, ich bin's, Thomas von Tom to Tom Games. Ja, und ansonsten bleibt gesund, schaut euch den Rest an, lasst einen Daumen da, ne, und Abo sowieso. Bis dann. Ciao.